Nicht da. Sicher? Nicht da. Nicht da, sagt er. Ja. Warte, ich mache jetzt eine Aufnahme hier. F9, Soundcheck. Fuck you 123, fuck you 123. Hurensohn. So, das war jetzt aber ziemlich hier D-Klasse. Ja. Morgen, Jungs. Oh, D-Klasse, sorry. Du kannst dich hier so testen und dann sofort loslegen. Ja. Darf ich jetzt loslegen? Ja, du kriegst Erlaubnis. Morgen, Jungs. Und Mädels. So, hier, wir probieren mal was aus. Und zwar My Little Foundation. Containment is Magic. Dann, Da sind wir mal gespannt, ne? Lounge. Also wir haben jetzt The Alicorn Amulet. Nicht unbedingt meine Pony-Erfahrung. Wir wollten uns eigentlich mal eine Folge angucken. Hm. Naja. Wir ja später noch. Aber so ein bisschen was kenne ich ja schon. Die Musik ist schon mal cool. Red Iron Necklace. Was ist das, Halskette oder was? I don't know. Alles Love, klar. Tolerate Friendship. Ja. Beginn. Ja, du musst jetzt aber auch einen guten Namen machen. Ich weiß nicht, wie die Viecher heißen. Ich glaube, einen gibt es, heißt Rainbow Dash oder so. Und irgendwas mit Pinkie Pie oder so. Pinkie Pie. Ja, sag jetzt was. War noch nicht. Euclid, you're screwed, dude. Ne, wir Intro, wir machen das volle Programm. Da, guck, Rainbow Dash. Wusste ich doch. To face who walls due to an explosion at where she was recovered. Ich dachte, das wäre der Rainbow Dash. Das weißt du bei denen, glaube ich, nie. Der Rainbow Dash. Keine Ahnung. Müssen wir eine Folge angucken. Das S muss mit. So schaut's aus. Download-Link in der Beschreibung. Ja. Genau. Und zwar zum normalen SCP Containment Breach und dieser Mod, die ist ein Standalone. Dazu braucht ihr das Original nicht. Guck mal, die hat ja sogar so ein Pferdefuß-Dingsbums. Nice. Wow. Geht schon los. Und die Texturen sind auf jeden Fall anders. Aber ich glaube, das ist noch hier eine ältere Version von SCP. So Version 066 oder sowas. Tu nicht so, du weißt, dass es die Version ist. Ja, die Mod-Version 0.3 war 066 und was ist das, was ich. Ach so. Playing a mod, make sure all the notes are gonna get a better understanding of the story. Okay, alle Zettel lesen. If you're not a brony, then you're gonna have a bad time. Oh, scheiße. Dann tun wir uns unseren Namen. Oh, der zittert schon wieder. Okay. Aber irgendwie gefällt mir diese Wandtextur. Gefällt mir. Ist das halt anders irgendwie, ne? Nur ein bisschen Abwechslung vielleicht. Liegt's daran. Ja. Hörst du die Musik? Ja. Beruhigend irgendwie. Ja gut, ist beim Original auch noch. Alles klar. Wie sieht schon die denn normal aus? Oh, guck mal. SCP 173. Silent and Violent. Ist ja putzig. Die haben wir doch gerade eben gesehen, oder? Wegen die ihre Füße? Oder sliden die auch so hoch? Ohne Frau. Oh, die bewegen so wie ihre Beine, aber die Geschwindigkeit stimmt nicht. Doch, die haben ein bisschen so. Ist ja putzig. Vor am Boden. Guck mal, das Konfetti. Ja gut. There seems to be a problem with the door control system. The doors aren't responding to any of our attempts to close it. Schon die normal aus. Please maintain a large distance from Pinkie Pie. Pinkie Pie, guck. Large distance. Und die leben ja noch. Die kuscheln bloß, glaube ich. Pass auf.
Was? Binky Pie geschossen? Guck dir den noch. Ne, den anderen, der andere ist weg. Den anderen die, hat die hat den mitgenommen. Mit in den Rüstungsschlacht. Schlacht. Ah ja, das ist wirklich eine alte Version. Guck mal. Ja. Das war ganz früher. Hilfe. Jetzt wissen wir natürlich nicht, welches Geräusch was jetzt ist, ne? Ja, ist doch gut. Ist ja eigentlich blind, wie wir jetzt spielen, ne? Also trotzdem etwas Neues. Ja. Spielen SCP blind. Alter! Was war das? Da war ein Pony, oder? Aber ich glaube, das Pony würden wir da drin sehen. Nein, nein, dieses... diese, ja, ich mein, Aufblitzen. Wenn, ja, ich, das weiß ich, aber ich meine, wenn es jetzt da drin wäre, das würde jetzt auffallen. Ja, und der war auch noch nicht so stark. Dann kann man einfach so durchgehen, gell? Oh jo. Ah, herrlich. Früher war das ja easy. So unkompliziert. Mia! Oh! Eine was, Fee, oder? Was ist das denn? Ist doch der goldene Schnatz, oder? Der goldene Schnatz. Du verwechselst da, glaube ich, was. Sind wir jetzt auch schon Brownies, wenn wir das spielen, oder? Wer redet da? Da holt sich doch jemand einer runter, oder? Gott. Booty's everywhere, hat er gesagt. Oder ist. Oder wer. Oder whatever. Oder hast du auch verstanden? Er steht gleich auf dem Mund. Das schmarrt doch nicht. Kommt denn hier nur der Bad Ghost? Weil der hat nur eine Wahrscheinlichkeit von, keine Ahnung, 25% oder so. Hm. Dann hat nicht. Ah. Und da haben wir es. Alter. Pinkie Pie. Friendship Procedures. SCP kept in a locked container at all times, and person was under container. If you didn't speak me, enter, blah, blah, blah. Extremely hostile. Das gehört. Nee. Ja, steht eigentlich das, genau dasselbe wie bei Room 73. Nur mit her. Warte, ist das auch hier mit Neck Snapping? Nee, das Neck Snapping steht da nicht. Seems to produce confetti and streamers, origins of which unknown. This must be cleaned up on a regular basis. Wir können ja mal so... Kann der einen umbringen? Das wollte ich gerade sagen, können wir mal testen. Testen. Notification. Dr. Jack Bright. Den kennen wir nicht. Die heißen jetzt wohl anders, oder? Ah, nein, gar nicht, glaube ich. Ach, schau mal, wie auf dem Tisch auch so Steintexturen verwendet wurden. Ja. Alles aus Stein. Oh, TLDR. Oh oh. Hallo, oh mein Gott. Was? Oh. Hä? Man muss durch die Gasmaske trotzdem so schnell blinzeln oder was? Als ich im Gas war, musste ich blinzeln. Ich weiß nicht, soll ich mal ausprobieren, was passiert? Nee, lieber nicht. Ich glaube, wir sterben. Schau mal, ob da noch Konfetti liegt? Nee. Weiter haben wir. Da war der Rauch noch so schwarz, ne? Früher. Holz! 45. Dann gucken wir, dass dieser Electrical. Der war damals noch so einfach zu finden. Auch damals.
Früher war alles besser irgendwie. Ah ja, klar. Und komplizierter. So. Nur für den Fall, dass wir dem Pony... Ich wusste. Ich wollte gerade schon was sagen, weil es da ein bisschen so geschabt hat. So, Matze. Ja. Aber ich habe da keine Angst, weil das schaut schon ungefährlich aus. Ja, aber wenn es so plötzlich auftaucht, trotzdem irgendwie. So einen leichten Schauer. Schauer? Dusche? Ja, wie machst du das jetzt? Hat sie mit seinem Schwanz aufgemacht. Schwanz. Schweif, oder wie sagt man beim Pferd? So ähnlich, ne? Oh, offen ist schon. Aha, wieder zu hier. So. Ah, ja. Was? Genau. Können wir den jetzt füttern oder wie? Nee, guck mal. Das sieht lustig aus. Ah ja. Pferdekrankenschwester. Ich hab keinen Platz mehr, ich muss hier mal ein bisschen was runterschmeißen. Ja, der hätte das alles so gezeichnet machen können von den Items, schau. Und das passt gar nicht. Twilight Sparkle. Miss Twilight Sparkle, oh fine, thank you. It's not very comfortable. So. Der macht bestimmt geile Geräusche. Oh ja, die Geräusche. Mit den daran. Das geht jetzt wieder mit übereinanderlegen. Ja, stimmt, ja. Das ist richtig geil, Junge. Oh, guck mal. Oh, es fällt viel zu langsam runter. Ja, das finde ich aber irgendwie stylisch. In Slow Motion ist alles besser. Very fine. Junge, Junge. Output. Finde ich voll schön irgendwie. So mit bisschen rosa. Und trotzdem so auf Vintage gemacht. Ah, geil. Das geht wahrscheinlich immer. Geiler Scheiß. Damit du happy bist. Jetzt hat es aber keine besonderen Geräusche gemacht. Was geht denn da ab? Da unten ist er. Links. Ja, warte. Ich erschreck nicht, weil es so putzig ist. Ja? Ja, ich bin auch nicht wegen. Ich bin wegen dem Ton erschrocken. Ich habe ja gesagt, ich erschrecke halt, weil es so plötzlich kommt. Pony? Dieses Rainbow Dash. Meinst du? Könnte sein, ja. Sondern jetzt gerade. Was? Ne, ja. Das ist ein gutes Shit, einfach mal. Nichts Neues. Haut safe aus. Ja, mach mal. Ich mach mal. Ja. Oh yeah. Das passt so. Oh oh. Alter, wie sieht der SCP-106 aus? Werden wir gleich sehen. Nee, das ist ja der Rainbow Dash. Ja. Der through Worlds phasen kann. Alter! Ja, krass. Nein, ich will nicht in die Pocket Dimension, nein! Das Lauf. Ist ja krass. Die Musik. Hallo! Hallo! Hallo, hallo! Schon ein sicker Beat. Das ist nicht gut. Er ist gerade runtergefallen. So. Warum ist da keine Birne? Mein Fahrrad. Kann er nicht dich wenden? Oder wo kommt er jetzt her?
Keine Ahnung. Achtung, nicht, dass er von vorne kommt. Der kann von überall kommen. Wow. Ja, genau. Das ist irgendwie lustig. Ah, wir haben jetzt die Alte mit Gasmask. Lauf, Digga. Der kann wieder entkommen. Ja. Yeah. Da runnst du forever. Ja, mich jetzt hier über Runde oder so. Das wäre richtig. Man sieht auch ziemlich schlecht. Also wenn er kommt, dann sieht man den erst sehr spät. Wahrscheinlich, wenn es zu spät ist. Geht das immer weg wieder? Ich glaube, der ist schon langsam, ne? Ich sehe gar nichts, Junge. Das ging nicht mehr weg. Ah, da kam es, ne? Jetzt sind wir schon einmal rum. Da kommen wir her. Okay, dann geh ich jetzt einmal in den Aufzug. Der kann gar nicht. Jetzt ist er weg. Gewinnen. Die wollten die Musik nicht einfach so abschneiden, die wollten, dass es zu Ende gespielt wird. Ja, okay. Das mache ich auch immer. Ich warte im Auto, so lange bis das Lied aus ist und dann steige ich erst aus. Echt? Nee, manchmal, aber oft, ja. Scheiße. Nee, das hört sich scheiße an, wenn du das Lied abbrichst. Du sollst nicht eineinhalb Minuten im Auto sitzen und hör das Lied zu Ende. Natürlich. Hallo? Bei deiner Musik kann ich das schon verstehen. So, jetzt sind wir. Gibt's da schon diese Zonen ja auch, ne? Nee. Nee. Stimmt, da gibt's noch keine Zonen. Karte, die wir nicht brauchen. Platz. Mach auch Platz. Als ob du es deswegen gemacht hast, oder? Ja. Hättest du wegschmeißen können, Alter. Aber. Okay. Shit. Ich würde mich mal interessieren, was passiert, ne? Wenn wir den. Ah, das ist ja easy. Easy going. Boah. Kommt der jetzt dahin? Jetzt aber hier schon ordentlicher Port. Lüftungsschächte. Hm. Genau. Gehen wir da rein? Brauchen wir es? Wir haben das andere Ende noch nie gesehen, oder? Ja. Oder haben wir beide Enden? Fuck. Gate B-Enden schon gesehen? Ich glaub. Gate B. Das eine ist mit dem Helikopter. Ich glaub schon, beim einen explodiert es einfach alles. Weil wir nicht in diesen Bunker da reingehen konnten. Nein, wo wir in den Bunker sind. Achso, wir sind ja einmal in diesen Bunker reingekommen. Ne? Ey, was machst du? Jetzt komm, guck, Alter. Ja, was? Kommst du da nicht vorbei? Wir sind da einfach. Nimm's mal, komm. Fällst du drin? Nee. Toll. Los! Alter, blinzel! Laber nix. Hat der drin den Schalter gedrückt? Ja. Das haben wir auch schon mal. Oh, Pinkie Pie, hör auf jetzt! Jetzt? Nee. Oh, es gibt's doch nicht. Renn durch, kommt, der wird schon nicht so scheiße stehen, oder? Doch, nein, wird er! Nicht. Alter! Wow! Ist er drin? Ja! Ja! Ich hab ihn. Jetzt steht er auch noch im Eck. Perfekt, Junge. Oh, das ganz im Eck nicht, aber Eck. Er ist drin. Aber stand gut. Er ist drin. Hast du verstanden? Dein Pinkie Pie. Ja, weiß nicht, mit dem Ending, lass einfach, das ist jetzt unnötig. Oh nee, oh da! Na gut, dann. Oh, das hätten wir wissen müssen. Aber hätte, hilft jetzt auch nicht mehr. Dann gehen wir jetzt da runter.
sei es drum. Hat der Weg wenigstens gelohnt. Eben, ja. Ja. So. Das Ding. Schmeiß mal das da. Wie hören die My Little Ponys eigentlich? Die sprechen, oder? Die sprechen schon normal, ja. Alpha Warheads. Es geht ja nur um die Omega Warheads, gell? Halt mal beide auf. Wir können ja unsere Reactions filmen, wenn wir My Little Ponys schauen. So, das ist Two Girls, One Cup. Ich glaube, My Little Pony ist echt besser als so das Zeug, was sonst so auf Super RTL und Kika und so kommt. Ja, heutzutage kommt nur noch Scheiß. Da muss ich dir recht geben. Safe. Hast du gesehen? Jetzt ist er draußen. Der hat sich desintegriert. Vor unseren Augen. Sie. Sie? Er? Ich glaub's. Pinkie Pie? Na, regenerate dich mal. An alle Bronies da draußen, ist Pinkie Pie ein Er oder eine Sie? Das würde mich jetzt brennend interessieren. Das ist noch so ein Ding, so eine Fee. Ja, Pinkie Pie wird auf jeden Fall eine Sie sein. Ach so. Bei Rainbow Dash war ich mir eigentlich sicher, dass es ein Er ist. Hä? Wieso denn? Wieso nicht? Ja, 50-50, oder? Oder sieht so männlich aus. Was das ist dieses Halsband? 7-14. Der Ring. Der Ring ist 7-14. We put on the ring. Put on the ring. Ja, aber ein Necklace ist doch eigentlich entweder Halskette oder so ein Armband. Das ist ein Fehler. Da ist nichts drin. Naja, stimmt, da gab es ja die Enzyklopädie auch noch nicht. Da war man der Raum voll blöd eigentlich. Okay. Aber nicht so. Oh. Oh. Nicht da. Sicher? Nicht da! Nicht da, sagt er. Ja, hätte ja sein können. Wir sind ja schon, eben. Wir sind ja schon durch den Raum durchgegangen. Und laut unserer Theorie taucht es ja nicht zweimal am selben Ort auf. Aber schau, als wir zurück sind, diesen Room da, war es ja auch weg. Wie sagen die Mythbusters? Die Theorie zerstört. Zerstört. Ja, das war die My Little Foundation Mod. Containment is magic. Is magic, ja. Ist magic. Ist magic. Containment ist zauberhaft. Ja. Ja. Könnt ihr mal ausprobieren. Ist so ganz lustig eigentlich. Ja. Aber ich glaube, es wäre lustiger, wenn wir My Little Pony besser gekannt hätten. Gekannt haben würden. So ungefähr. Ja, vielleicht schauen wir es ja irgendwann mal an. Ja. Wenn wir mal auf eine Folge stoßen. Dann bis zum nächsten Mal. Ja. Da gibt es wahrscheinlich eine andere Mod. Was haben wir? Wir haben die Slender-Mod und die What the Fuck Messed Up Breach Mod. Ja, genau, ja, ja. Die ist ziemlich messed up, glaube ich, von dem, was ich bis jetzt gesehen habe. Bei der Slender-Mod habe ich keine Ahnung. Probieren wir es aus. Habe ich mir nicht angeguckt. Aber dürft ihr gespannt sein. Ja. Falls ihr es nicht schon kennt. Ansonsten seht es bei uns zum ersten Mal. Ja. Und wenn ihr uns abonniert, verpasst ihr es auch nicht. Genau. Haben die doch schon. Also die es jetzt sehen, die haben uns schon abonniert. Ja, nach dieser Logik würden wir immer gleich viele Abos haben. Ich verstehe schon. Ja. An alle neuen Zuschauer bitte abonnieren. Ja. Für noch mehr so ein Scheiß. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. 11.9 und Ende. Ende!